Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Liebe Freunde, wer verbirgt sich nur hinter diesem mysteriösen Crop? Ist es A. Sturmwaffel, B. Papa Platte, C. Reefed oder D. Kai Pflaume? Kai Pflaume, geil! Stefan, wirst du dieses Mal Glück haben? Wir lösen auf in 3, 2, 1! Es ist Nick. Tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss. Hast du schon mal so einen großen Menschen wie mich gesehen? Wie groß bist du? 1,75? Hä? 1,80? Ich bin 1,85, dann bist du... Du bist nicht 1,85. Ich bin 1,85. Also Anni, es müsste ungefähr 1,69 sein. Das okay. Machen wir. Vielleicht erinnerst du dich, kleine Rückblende. Wenn du bald mal irgendwann nach Berlin kommst, dann koche ich mal mein Lieblingsgericht aus der Kindheit für uns beide. Und dann wirst du sehen, wie echte Lieblingsgerichte aus der Kindheit aussehen. No front. Okay. No front. Zeig dir jetzt, wie ein gutes Kindheitsgericht aussieht. Welches also Kind isst denn gerne rote Beete, Mann? Ich. Und weißt du, was daraus passiert ist? 1,93. Scheiße, ich will mir rote Beete essen. Ich will nur sagen, das kommt nicht von irgendwo her. Heute machen wir das Essen, was kleine Leute gerne mögen. Pizza. Frittierte Pizza. Das ist so eine napoletanische Spezialität, würde ich mal so sagen. Frittierte Pizza. Mhm. Wir machen Pizzateig, dann wird der ausgerollt. Ein kleinen, wir machen so kleine frittierte Pizza. Ach so, und dann, Pizzis. Ja, so Pizzis. Machst du eine kleine Rundi, okay. Kommt da Zeug drauf, was du gerne isst. Ja. Dann wird die auch umgeklappt, zu so einem kleinen Halbmond. Gut. Schön zugemacht und dann einfach in frittiert. Perfekt. Rote Beete, Pizza. Bäh. Schüssel, lieber. Haben wir die Schüssel? Die Gasschüssel? Hab sie gefunden. Magic Mushroom. Wir sind übrigens gerade bei Boris im Büro, weil meine Küche aktuell renoviert wird. Okay, erstmal Hefe im Wasser zerbröseln. Wir brauchen ein Päckchen frische Hefe, 750 ml lauwarmes Wasser. Das sind doch bestimmt 750 ml, oder? Oder weniger? Da ist ein Haar drin. Das Haar ist immer noch drin. Immer noch drin. Vielleicht gibst du das Wasser aus. Ach so. Und das ist ganz wild. Also, 750 müsste dann ja... Hier ist 500. Genau, und dann nochmal so. Genau. Also mehr als, das, als der ganze Becher. Oh mein Gott. Ja. Ein bisschen daneben ist okay. Oh mein Gott. Oh nein. Ey, Real Talk, ich glaube, das wären 750 gewesen. Ich glaube, wirklich. Ich glaube, das sind, also ich das glaube, war eine Real Talk Augenschätzung. Genau, ja. 750 ja. Meter gewesen. Krank. Mal noch ein bisschen rein, was so daneben gelaufen ist. Ist so viel ungefähr daneben gelaufen? Au. Au. Anni, du hast dich nass gemacht. Tut mir leid. Ich bin nass. Tut mir leid. Das macht total Spaß, mit dir zu drehen. Ich möchte mich begraben. Aber einmal kriege ich süße Typ dazu, mit mir Video zu drehen und ich kippe halben Liter Wasser auf ihn. Wir haben noch nicht mal angefangen. Ich habe nicht mal angefangen. Sieht so aus. Stefan ist schuld. Was? True. Warum machst du das? Da kommt jetzt die Hefe rein. Musst du da reinbröseln. In Wasser gesehen, das sieht jetzt disgusting aus. Das riecht doch irgendwie scheiße. Mehl mit Salz mischen, unterrühren. Teig 10 Minuten kneten. 1 Kilo Mehl, 40 Gramm Salz. Einmal das ganze Mehl rein. Mhm. Oh, was ist da rein? Das sind 40 Gramm. Das sind 40. Das weiß ich noch aus meinem Kokainhaar. Ach so, das muss. Was machst du denn jetzt? Vermischen. Nein. Doch, es muss vermischt werden, damit es gleich ebenmäßig. Wie willst du das aber in dieser Schüssel vermischen? Wir hatten keine größere Schüssel mehr. Okay, pass auf, du knetest ein bisschen und ich gebe dir ein bisschen Mehl rein. Okay. Lass mal die Apple Watch ausziehen. Ärmel hochkrempeln. Haargummi noch weg. Oh, Haargummi in die Haare. Sick. Warte. Ich helfe dir noch. He's ready to do the teig. Okay. Let's go. Einfach fühl's einfach, ja. Fühl's einfach. Boah, das ist nice. Ist das richtig. Ja. Gut an, Mann. Holy shit. Komm, noch ein bisschen mehr davon rein, ja? Komm. Gib mir noch mehr, gib mir mehr. Ja, es ist noch sehr feucht. Ich muss noch ein bisschen mehr. Corona geht schon viel zu lange. Achtung, ja, jetzt kommt der Rest. Oh, passt das alles rein? Ja, das passt noch. Das ist eine große Ladung gewesen. Platz. Oh nein, ich habe was von dem weißen Zeug auf meine Finger bekommen. Oh. Komm, misch mal durch. This is what good pussy sounds like. Toll. Mhm, ja. Kriegt man das wieder ab? Ja? Klar. So, was, nächster Schritt? Also 10 Minuten kurz ruhen lassen, dann nochmal kurz kneten. Okay.
Ich würde sagen, ich kann jetzt kneten. Okay. Du kannst Mehl hier reingeben. Ja. Oh, das ist sehr flüssig. Oh no, ich brauche mehr Mehl, mehr Mehl, mehr Mehl, mehr Mehl, mehr Mehl. Ach so. Mehl. Das bin ich. Auf dem Boden, auf dem Boden. Ja, das ist auf dem Boden. Nein, nein. Ach so, hier. Oh, pain. Das Ding ist komplett flüssig. Wie soll ich das kneten? Das sieht ein bisschen aus wie ein Alien, finde ich. Ja, okay, okay. Getting there. Getting there. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du mal draufschlagen und gucken, wie das Geräusch ist? Mhm. Mit der flachen Hand. Achso. Fester? Mhm. Ja, das passt schon so. Ich glaube, da muss jetzt einfach nur aufgehen. Oh Gott, das ist alles voll. Jetzt tun wir nochmal hier rein. Der geht jetzt nochmal 3 Stunden. Und dann kommen wir gleich wieder und dann geht's erst los mit dem Video, wo wir dann die Pizzen belegen und frittieren. Das wird super. Oh mein Gott. Was machen wir jetzt in den 3 Stunden? Oh, come on! Kannst du mir das wegwischen? Es sind 3 Stunden vergangen und wir haben jetzt lange aufgeräumt. Das sah wirklich scheiße aus hier. Ein bisschen Mehl ausgelegt und den fertigen Teig mussten wir in eine andere Schüssel umfüllen, weil der aus der anderen sofort rausgequillt ist. And that's him. Das ist unser Sohn. Wie nennen wir ihn? Ich wäre für Richard. Richard, okay. Gut. Müssen wir den Richard da rauskriegen, den Lümmel. Richard? Komm aus deinem Zimmer, Richard. Richard, lass mich dich frittieren, Richard. Okay, kannst du mal mit ihm reden? Ich mal, mal zu, so nochmal, ne? Wenn ich sage, komm runter, ne, dann kommst du runter. Sein Bein. Okay, wir müssen uns jetzt so kleine Teile von Richard rausreißen und daraus winzige frittierte Pizza Können wir das machen. Doch nicht mit dem Sohn machen? Okay. Nimm dir so eine gute Portion, Richard. Ja. So, kommst du mit wenig Druck, ein Bällchen. Mhm. Und dann ein bisschen Mehl auslegen. Mhm. Und dann einmal den Richard da drauf klatschen. So ein bisschen platt. Und dann müssten wir den ausrollen. Haben wir was zum Ausrollen? Das hat nicht funktioniert. Ich wollte es damit rollen. Ich dachte, vielleicht bin ich schlau. Warte, ich muss Mehl voll machen. Ich bin ein Genie! Sagen Sie lieber bescheiden. Hm. Du bist ein Genie! Findest du das immer noch? Ja, schön. Schön, reicht sogar schon. Reicht ja? Schon. Okay. So, Öli. So viel Öl? Jetzt musst du im Öl schwimmen. Ach du Scheiße. Das ist italienisches Streetfood. Alles ist frittiert und fettig. Womit möchtest du deine Pizza füllen? Also wir haben hier auch eine gute vegane Reibe. Der kommt oben drauf. Nein, nein, der kommt nicht oben drauf. Alles rein. Alles einfach so reinmischen. Mhm. Ich zeig dir mal, wie ich das jetzt belegen würde. Mhm. Man nimmt mal so ein bisschen Soße, macht in die Mitte. Muss auch darauf achten, dass der Rand halt sauber bleibt, damit er später aneinander klebt. Weil wenn die Pizza quasi im heißen Frittierfett aufplatzt, dann spritzt das durch die... Oh, scheiße. Dann spritzt das durch die Gegend. Okay. Und wir werden wahrscheinlich in einer kritischen Explosion sterben. Keine Sorge, Feuerlöscher steht bereit. Und dann kommt zum Beispiel Käse, ja. Ja, ein bisschen Spinati. Was sind diese Pilze? Ich finde, die nehmen mal Penispilze. Ich finde, die sehen immer aus wie so ein... Ich möchte das mir nicht vorstellen, eigentlich. Aber findest du nicht? Auch so oben, diese Runde und so? Jetzt ein bisschen der schwierige Part. Einmal so und umschlagen. Und dann... Tipp, 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 tipp. Schön die Ecken... voll machen. Ich glaube, bei mir gibt es eine Explosion. Oh, guck mal. Oh. So, das wird deine erste frittierte Pizza. Damn, ich glaube, das wird richtig lecker. Boris wollte noch eine Pizza haben. Boris, womit möchtest du eine Pizza haben? Käse. Mhm. Was außer Käse? Käse. Okay, ich gebe mein Bestes. Guck mal, Nick ist einfach schon Profi im Dingsen. Mein Vater konnte das immer. Warte. Ah! Ah! Das war vorherzusehen, ganz ehrlich. Was machen wir uns hier vor? Nicht alles ist vererbbar, ne? Ich will nach Hause. Du! Ich? Ja, du bist unangenehm sexuell die ganze Zeit. Oh, habe ich da extra wieder Puder auf der Hose? Hm. Das war nicht extra, du hast doch gesehen! Runter. Hä? Moment mal ganz kurz, findest du nicht? True, also das kann ich komplett verstehen, dass du hier auf jeden Fall nach Hause bist. Ich bin das Opfer. Okay, Boris will extra Käse mit extra Käse. Ist das vegan? Das ist Nein, aber gib mal Boris den veganen Käse. Noch ein bisschen auch. Bisschen, doch, ist gut. Für gut geschmelz. Jetzt zumachen. Ui, ui, ui. Ich bin gar nicht ready, ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Ich schon, pass auf. Hier tue ich hier drauf und dann kannst du es damit so reinlassen. Mhm. Ich gehe auf sicheren Abstand. Ich habe richtig Angst vor sowas, ne?
Oh. Einfach rein. Ja, schön, schön, schön. Geht dann nicht runter davon, ne? Dann nicht reinklatschen lassen. Rein und so umdrehen, vorsichtig. Nee, oh Gott, du wirst dich verbrennen, du wirst sterben. Oh Gott, vorsichtig, vorsichtig. Oh oh, sie ist aufgeplatzt. Oh oh. Oh oh. Aber guck, wie schön sie sich aufbläht. Was ist, wenn die jetzt... Das wäre grauenhaft. Oh, das ist voll cool irgendwie. Schwert und Schild. Oh. Scheiße, ich muss sie mal umdrehen. Ja, sieht doch schön aus. Schnell. Naja. Ah. Sehr heiß, Achtung, sehr heiß. Lass sie abkühlen. Es ist heiß. Es war in, es ist heiß. Bei einem kochenden Fett ist es ja. Sehr, sehr, sehr heiß. Es ist heiß. Ein Telly und dann Frikiri und dann mit etwas Zevi und dann Essi. So würde ich nie ready. Wir machen mal Angst haben. Oh oh, es ist passiert, was ich gesagt habe. Oh Gott. Sie ist aufgeplatzt. Oh Gott, oh Gott. Steh's runter. Nein, nicht das andere Fett! Oh Gott! Das ist alles grauenhaft. Oh. Teller, 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 Teller. Es ist, das war wirklich, weil es aufgeplatzt ist. Ja, hab ich gesagt. Stressig, stressig, stressig. Okay, sieht doch ganz gut aus. Ah! Oh. Boah. Oh. Boah. Oh, Jesus Christus. Oh. Oh. Groß, sie ist groß. Oh. Nein, es ist aufgegangen. Ich kann, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ah, das ist kochend heißes Öl. Oh. Alles gut, Boris. Ich hab alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle, Boris. Oh. Siri, ruf Mama an. Die Pizza war zu groß. Eine Decke? Rennt das jetzt gleich? Ne, für was? Falls. Alles gut. Ich glaube, wir brauchen ein neues Büro. Naja. Also wirklich, da würde ich 5000 Mal Lapskaus bevorzugen, weil das Selbstmord ist, das herzustellen. Wenn man gut macht, dann platzt selten auf. Selten. Mann, das ist einfach gefährlich, das herzustellen. 2 von 3 sind fehlgeschlagen. Ja. Das ist für mich einfach eine Tendenz. Ich würde es einfach darauf verzichten, das zu essen. Nee, Arne, komm, lass das. Wenn jetzt der Geschmack nicht überzeugt, dann... Bisschen viel Teig am Rand, aber meine Füllung ist ja auch komplett rausgelaufen. Vielleicht liegt es auch an mir, weil beide Pizzen, die aufgeplatzt sind, habe ich gemacht. Ich erkenne eine Tendenz. Mhm. Was sagst du? Es ist nämlich am Popcorn. Man muss sich erstmal durchbeißen, bis man dann reinkommt, ne? Mhm. Geiler Snack. Gut, oder? Mhm. Mhm. Was sagst du, Boris? Ja. Wenn es jetzt nicht aufgeplatzt wäre und die halbe Küche fast in Flammen gestanden hätte, wäre das echt ein cooles Kochvideo gewesen. Mach das auf jeden Fall nach. Macht es nach, aber macht Teig ausrollen nicht mit dieser Scheiße, sondern mit einem ordentlichen Ding, weil dann ist der Teig nicht an manchen Stellen so super dünn, wo er dann halt so aufreißt, wenn das dann da reinkommt. Weniger Füllung ist mehr Füllung, weil mehr Füllung platzt auf. Seid vielleicht einfach nicht so ein Idiot wie ich. So, vielleicht ist das auch einfach ein guter Rat, den ich euch geben kann. Mashallah. Geil. Einfach der Leckere. Der beste Part kommt am Ende. Ich spüre schon. Wo die ganze Soße und so ist. Das war's mit dem heutigen Video, liebe Freunde. Checkt mal gerne Nick ab. Alles unten verlinkt. Hat ein paar YouTube-Kanäle und natürlich Stream auf Twitchy. Checkt das mal ab. Ansonsten, falls ihr mehr solche tollen Videos sehen wollt, vielleicht auch mit Nick, lasst doch gerne mal ein Like und einen Kommentar da. Und vielleicht fackeln wir beim nächsten Mal nicht irgendwas ab. Vielleicht aber auch. Wir werden sehen. Tschüss.